خيا وحسين اريد وين متى اضم واشتم وريد. Fordert auch, dass man nach dem Islam geht. وَإِنِّهْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا إِنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِيُوا أَحْوَاهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala spricht hier dem Propheten s.a.w. an, dass er nach dem Islam geht und Hukum macht. Und der Khalifa ist der Nachfolger vom Propheten in der Regentschaft und nicht im Prophetentum. Ja? Und das ist eine zu weit geholte Interpretation von dir, Hasuna, das, was du die ganze Zeit bringst. Deswegen habe ich von Anfang an zu dir gesagt, bitte, wenn du hier hinkommst, dann komm mit deinem Tafsir, ja, und nicht, was du hier selber interpretierst oder erläuterst, weil du bist kein Maßstab, nicht für Sunniten, auch nicht für die Schiiten, weil das, was du bringst, hat kein Hand und Fuß, ja, und was waren dann andere Fragen gewesen? Ich hab mir nicht alles notieren können, wie schon gesagt, ihr versteht das Wort falsch, es gibt einmal für das Wort Imam, einmal die sprachliche Bedeutung, einmal die rechtliche Bedeutung und die scharibische Bedeutung. Und das Wort Imam kommt im Koran immer in der sprachlichen Bedeutung vor und nicht in der scharibischen Bedeutung oder rechtlichen Bedeutung. Und das verstehst du nicht. Und deswegen ist bei uns in der Sunnitum das wissenschaftlich belegt und bei euch nicht. Und ich bitte dich auch, hier ganze Zeit nicht persönlich zu werden, sondern den Tafsir dazu zu bringen, damit wir auf einen Punkt kommen. Wir können auch gerne bei einem Ayah bleiben, ist auch kein Ding. So, ich werde nicht persönlich, wenn ich sage, dass du auf die Punkte nicht eingegangen bist, die ich meinte, Ismail. Das ist nicht persönlich werden. Überhaupt nicht persönlich werden. Die Punkte, auf die du nicht eingegangen bist, sind, weil ich will hier nicht einfach drumherum reden, weißt du? Ich will, dass das eine fruchtige Diskussion ist. Du bist auf Talut überhaupt nicht eingegangen, nochmal. Auf den Vers mit Khilafa in der Zukunft bist du auch nicht eingegangen. Und ob Imam Mahdi a.s. vom Menschen gewählt wird oder von Gott eingesetzt wird. Darf ich mal kurz unterbrechen? So, nein, darfst du nicht. Ich bin dran, danach kannst du mich unterbrechen. Notier dir bitte die Sachen, ja? Dankeschön. So, du hast gesagt, du hast einen Hadith gebracht, Ismail, aus euren eigenen Büchern, den wir dafür verwenden, um euch zu beweisen, dass ihr einen Imam haben müsst. Wie konntest du diesen Hadith bringen? Ich war ehrlich gesagt geschockt, weil dieser Hadith sagt, wer stirbt ohne eine Bay'a zu geben, der stirbt den Tod der vorislamischen Zeit, also der Jahiliyyah. Ja, so ich habe Alhamdulillah, bitte unterbrech mich nicht mehr, Ismail, dankeschön. Ich habe Alhamdulillah die Bay'a an Imam al-Mahdi a.s. gegeben. Die Frage, die ich dir stelle jetzt ist, wen hast du die Bay'a gegeben? Weil der Hadith trifft auf dich zu. Denn hier in diesem Hadith steht, wer stirbt, ohne eine Bay'a zu geben, der stirbt den Tod der Jahiliyyah. Und damit wolltest du beweisen, dass es keinen Imam gibt? Das ist doch ein Beweis, dass es einen Imam geben muss. So, bei allem Respekt zu dir. So, du hast gesagt, der Imam muss nach dem Islam gehen. Ja, ach nee, natürlich muss der Imam nach dem Islam gehen. Wer behauptet denn bitte was anderes? Keiner behauptet was anderes. Der Kalif ist der Nachfolger in der Regentschaft, nicht im Prophetentum, hast du gesagt. Welcher Schiite behauptet, dass Imam Ali a.s. ein Prophet ist? Keiner. Ich weiß, worüber ich rede, Ismail. Ich danke dir trotzdem für den Hinweis, dass mit dem Khilafa nach Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nicht das Prophetentum gemeint ist. Ich sehe das Problem woanders, Ismail. Warum du immer wieder in diese Sachen reintappst, ist, weil du einfach nur abliest von irgendeiner Internetseite, verstehst du? Statt einfach, ich meine es nicht böse, Wallah, statt einfach auf die Argumente einzugehen, weißt du, die wir hier haben, liest einfach einen Text durch. Nein, es ist ja themenbezogen, was ich gerade sage. Nein, das Gleiche, was er von zu dir gesagt hat. Persönlich keine Behauptung, dass er hier von der Internetseite hat. Okay, khair, inshallah. Ich bitte dich, Ismail, mein Bruderherz, auf das Thema von Talut, Vers mit Khilafa in der Zukunft einzugehen und Imam al-Mahdi a.s., ob er vom Menschen gewählt wird zu Imam Mahdi oder von Gott bestimmt wird zu Imam Mahdi. Das sind die Themen, auf die du schon seit zwei Runden nicht eingegangen bist. Ich hoffe, inshallah, bei der nächsten, wenn du jetzt dran bist, wirst du darauf eingehen, inshallah. Du bist dran. Jeder Prophet ist ein Kalif, aber nicht jeder, jeder Prophet ist ein Kalif. Aber nicht jeder Prophet kann ein Khalif werden. Schau mal. Und das zweite Punkt ist,
wo du nochmal nicht drauf eingegangen bist, ist, ich höre keinen von euch. Ich höre ihn auch nicht. Dein Internet ist okay, aber vielleicht hat Ismail gerade ein Problem im Internet. Ismail, Bruder, wir können dich nicht hören. Ismail, entstumm dich. Ismail. Ja, gib ihm die Zeit, Bruder, alles gut. Denn alles wenn er gerade stumm ist, vielleicht hat er was. Ja, manchmal kriegt man gar nicht mit, dass man eigentlich hört. Und dann redet man nach vorne. Alles gut. Vielleicht alles hat er gerade irgendwas privat und muss was regeln. Wir warten auf ihn gerne, auf den Ismail, und dann schauen wir weiter. Ich möchte zwischenzeitlich nochmal nach den Zionisten Schwein zu Ferne waren. Das ist ein Islam- und Christenhasser. Das ist jemand, der sich angeblich als Sprecher der jüdischen Gemeinde ausgibt. Ich habe aus zuverlässiger Quelle weiß, dass der Gender ist. Ich habe einen Anruf. Zu Christopher Sweet Day. Warte, ich habe einen Anruf. Du bist wieder da, ja. Gut. Ja, der war wichtig. Führ fort, Bruder. Ja, so. Erstens, Hatsuna, du forderst von mir, dass ich die ganze Zeit auf deine Punkte eingehe, was du schon seit 5, 6 Runden selber nicht machst. Ich habe dir gesagt, bring mir ein Tafsir dazu. Und ich war der Erste, der dir gesagt hat, dass du mir ein Tafsir dazu bringen sollst, weil du in der Beweisfläche warst. Hast du nicht getan. Im Umkehrschluss hast du umgekehrte Psychologie gemacht und den Blatt umgewendet, um zu zeigen, dass ich dir keine Beweise bringe. Bring mir erstmal ein Tafsir dazu, dann kann ich gerne über Talut und über das andere reden. So. Und Hasuna, was du einfach nicht verstehst, ja, ihr seid wie die Christen, okay? Ihr versucht zu beweisen, die Christen versuchen zu beweisen, dass in der Bibel, dass die Trinität ist, so wie die Schiiten versuchen, im Koran zu beweisen, dass es das Imamat gibt. Ich bitte dich, Hasuna, lies mal bitte die Sura Nisa 69. Wer Allah und dem Gesandten gehorcht, soll unter denen sein, denen Allah seine Huld gewährt hat, nämlich unter den Propheten, den Wahrhaftigen, den Blutzeugen und den Gerechten, und das sind die besten Gefährten, die besten. Letzter Satz noch, damit du das bitte schön in deinen Kopf einprägst, ja? Was zeigt uns das? Das zeigt uns, dass die höchste Stufe das Nubuwa ist, das Prophetentum. Und des Weiteren zeigt uns das, wie heißt das? Dann kommen die Siddiq, die Wahrhaftigen, dann kommen die Shuhada, die Blutzeugen, und dann die Salih, die Gerechten. Warum steht hier nichts von den Imamen? Ja? Ich bitte euch, ihr fügt den Imamen Eigenschaften zu, die normalerweise nur Allah subhanahu wa ta'ala gebührt. Ja, die Imamen sind fehlerfrei. Wenn mich einer fragt, ja, oder ein 10-jähriges Kind fragst, wer ist für dich fehlerfrei? Er würde sagen, Allah. Weil Allah ist fehlerfrei. Wer ist allwissend? Allah ist allwissend. Aber für euch sind die Imame fehlerfrei und allwissend. Ja, ihr schreibt, ja, die Imame Eigenschaften zu, was nur Allah subhanahu wa ta'ala gebührt, und könnt nicht eindeutig im Koran beweisen, dass Allah die Imame erwähnt, weil das Wort Imam immer in der sprachlichen Bedeutung vorkommt. Und das kapierst du nicht, weil du nimmst dir nur eine Ayah raus und sagst, ah, hier ist das Imam, und damit sind die Imame gemeint. Genau wie die Christen, die versuchen, durch ein Vers zu beweisen, dass es die Trinität gibt. Ey, der Prophet hat uns den Koran beigebracht. Allah ist fehlerfrei von Widersprüchen, makellos. Yani, könnte uns er nicht wortwörtlich in der Shari'i-Bedeutung das Imamat im Koran zeigen? Nein. Das Problem ist einfach, dass ihr das Wort Imamat nicht versteht. Das Wort Imam bedeutet, also wenn man jetzt in der sprachlichen Bedeutung geht, ein Vorbild, ja, an dem man sich orientiert. Allah hat es mehrmals im Koran uns gezeigt, und ich habe dir viele Beispiele dazu gebracht, aber du bist nicht drauf eingegangen. Ich habe letztes Mal mit Abu Ali darüber diskutiert, und das hat mir wirklich Spaß mit ihm gemacht. Er schaut gleich hier unten auch zu. Er hat sogar mir zugegeben, dass du recht hast, dass das Wort Imam hier in der sprachlichen Bedeutung vorkommt. Aber bei dir ist das Problem, das ist so, dass ich gegen die Wand rede, weil wenn ich dir du sagst, dass ich was ablese. Was für Ablesen? Du machst das seit 15 Jahren, und ich mache das gerade mal nach ein paar Monaten, und das zeigt schon, wie
weit ich fortgeschritten bin und du, wie weit du dich entwickelst. Ich meine, ich persönlich werde auch... Nein, Bruder, der wird auch persönlich die ganze Zeit. Wenn er persönlich sein will... Ich stopp dich auch. Ich möchte nicht wissen, wie Bruder, nee, Al-Haqqo ibn Ammi. Das ist sein Al-Haqqo, ja, aber ich habe Hassuna auch gestoppt. Hassuna! Salamu alaikum. Hassuna! Alles gut bei dir, Bruder? Alhamdulillah. Bruder, auf jeden Fall, Wallah, in meinen Augen verdrehst du die Wörter. Hey Bruder, was passiert hier gerade? Hey, warte mal gerade. Ich wusste, dass das passieren wird. Hey Bruder, was passiert hier gerade? Wer hat dich eingeladen, hier hochzukommen? Warte mal, wer hat dich eingeladen, hier hochzukommen? Du verdrehst die Wörter von Ismail, verdrehst du. Wer hat dich eingeladen, hier hochzukommen? Arroganter Pater hat mich eingeladen hier. Du Heuchler, du Hassuna, du. Können wir bitte mit der Debatte weitermachen? Ismail, Bruder. Ja, Bruder. Ich hab genau, guck mal, ich verstehe, dass du ihn antworten willst, das ist auch dein Recht, das ist dein Hack. Aber genauso wie ich bei ihm eingegriffen bin, werde ich auch bei dir eingreifen. Ich bin unparteiisch, Leute. Ich versuche wirklich hier die Mitte zu finden. Ob ich es schaffe, Allahu Alam. Aber ich versuche die Mitte. Aber Ismail, ich habe eine Frage an dich, Bruder. Und zwar, das würde mich interessieren an dich und Hassuna. Sobald ich es gelehrt habe als Kind in der Koranschule, sind doch die Propheten auch Masumin, religiös gesehen fehlerfrei. Oder habe ich das falsch verstanden? Das ist richtig. Ismail, Bruder? Ja, die Propheten sind fehlerfrei, aber nicht die Imame, Bruder. Nein, weil das hast du vorhin nicht erwähnt. Ich wollte das nur ergänzen, Bruder. Also, nein. Du warst im Wut, weißt du? Du hast gesagt, Bruder, ich will noch ganz kurz was sagen. So, der Adam alayhi salam hat einen Fehler gemacht. Bin ich jetzt dran oder nicht? Wo er sich an das Baum gelehrt hat, was er nicht macht. Ist das nicht Allah hat jeden Menschen mit Fehler erschaffen. Allah ist Baum. Wie sieht das aus? Arrogante, es ging gerade nur darum, ich wollte mich gerade nur einmischen. Ismail, Bruderherz, weil er hat gesagt, das ist eine Eigenschaft, die nur Allah zugeschrieben wird. Darauf wollte ich schon selber eingehen. Ich bin gerade am Telefon, jetzt habe ich mal eine Frage. Ich werde auf deine persönlichen Fragen und Beschuldigungen nicht eingehen, arroganter Bart. Warte mal, ich will dich mal was fragen. Du hast doch selber gesagt. Hör mal ganz kurz zu. Wer ist jetzt dran? Du hast doch selber gesagt. Bin ich jetzt dran oder nicht? Ja, warte doch, lass mich mal eine Frage stellen. Dann ich rede reden. Hier mit Ismail, nicht mit dir. Du redest mit mir, wann ich will. Nein, ich rede nicht mit dir. Du redest mit mir. Ich bin hier, um eine Debatte zu führen. Wenn das jetzt wieder ausartet, dann gehe ich. Die Debatte hast du verloren. Arrogante. Wenn du meinst. Ja. Wallah al-Azim. Hey, arrogante Bruder. Du kennst Allah nicht. Du bist ein Heuchler, bist du ein Kafir, bist du ein Heuchler. Hey, sei doch mal ruhig, Mann. Dich hat doch überhaupt gar keiner gefragt. Dann sag mir, dann soll er nicht so sagen, ich bin doch jetzt dran. Du kennst Allah nicht, dieser Heuchler. Mahmoud, Bruder. Ich habe gesagt, ich beleidige nicht. Der soll nicht so sagen, guck mal, jetzt habe ich einen Grund, den runterzukippen, weil das ein Hurensohn ist. Weil ich habe geschworen, wenn einer mich, das ist eine Beleidigung. Aber er hat dich nicht beleidigt, Bruder. Hey, Mahmoud, lass uns Hack sprechen, Bruder. Du bist, hey, Hack. Verzieht euch doch von Khomeini. Ich sag doch, Leute, gerade Sahaba, der du bist ein Kafir. Mahmoud. Nein, das Thema wird, Bruder, sorry, Darius, sorry, SVJ, sorry, Ismail, ich beende den Ort, Bruder. Mahmoud, Darius, du hast mir nichts getan, aber ich lasse mich ganz bestimmt nicht von so einem Menschen ein Heuchler nennen. Wallah, er ist ein Kafir. Er ist ein Monat. Allah yakhtab alayk liyawm ad-din. Allah yahdak. Allah yashdak. Allah yahz al-ard min tahtak. Ya kafir, ya khanzir. Ya khanzir und halufun, ya hasuna mansur. Ya team, smah alay. Hört mal zu, Leute. Hört mal kurz zu. Mahmoud hat sich persönlich angegriffen gefühlt. Ich hab gesagt, ja, Darius, komm mal hoch. Ich hab dir gesagt. Er hat mich beleidigt, Bruder. Mahmoud, hol mal bitte die Leute wieder hoch. Gib Darius bitte sein Modi wieder. Warte mal. Ismail hat gewonnen. Mahmoud, Bruder, hör mal gerade. Ja, okay, Darius. Ich respektiere dich. Hat Hassuna zu dir Heuchler gesagt, Bruder? Ja? Habt ihr das nicht gehört? Ich hab das nicht gehört, Bruder. Bei Allah, Allah das gehört. Wallah, Billah, du kennst mich, Bruder, ich schwöre nie. Wallah, der hat zu mir gesagt, du kennst keinen Allah, du Heuchler.